Hey, was geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für die GTA 9 zurück bei Let's Play Sonic Frontiers für Steam. Checken wir nun mal dieses Rätselchen hier aus. Oh. Dies ist aktuell gesperrt. Setze die Hauptgeschichte fort und versuch spiel. Als ob. Also sind jetzt manche. Sind so manche Rätsel hier gesperrt? Ich muss also jetzt hier die Story gezwungenermaßen fortsetzen. Oh man. Da verlasse ich meine Wut an dir aus! Halt, Moment mal. Auf der Karte sehe ich doch. Markierung für ein weiteres Rätsel. Oder täusche ich mich da gerade? Nein, das ist nur. Oh, der Schatz! Du! So, komm her! Ich liebe es, dass ich den Counter-Move so gut beherrschen kann gegen diese Gegner hier. Ist so zufriedenstellend. So. Aber hier sehe ich doch wirklich. Komm jetzt hoch da. Ah ja! Da ist ein weiteres Rätselchen. Und mehr Kokos. Noch ein Schatz. Wir begeben uns ja jetzt in unbekanntes Territorium, weil wir ja, ach, das ist wieder so ein Rätsel, ha? Huh? Weil wir jetzt gerade nicht die... Ah, okay, vorher mal dich schnell erledigen. Bevor du unnötig lästig wirst. Oh, ein Abwehrsamen kriegt von dem dieses Mal. Ich weiß allerdings nicht, wenn man jedes Mal ein Spiel startet, ob die Gegner nochmal respawnen. Ich glaube, die größeren Minibosse, die bleiben erstmals besiegt, bis das man wahrscheinlich die Insel hinter sich hat, weil... Ich weiß ja, das Spiel ist in mehreren Inseln unterteilt, es sind mehrere offene Zonen, sogar 5 an der Zahl. Ist schon ganz schön viel. Und wenn die mindestens genauso groß sind wie das hier, ja, dann haben wir einiges vor uns. Dann bin ich sicher, dass ich das wirklich auf die mindestens 20 Stunden strecken werde, die uns ja versprochen worden sind. Mindestens 20 bis 60 Stunden kann man hier verbringen. Beim erstmaligen Durchspielen. Aber ich glaube, ich habe auch mal von einem Speedrun ein Video gesehen. Ich meine, ich habe das nicht gesehen, ich habe nur das Thumbnail gesehen. Aber ich habe gesehen, wie einer in Speedrun in 2 Stunden das Spiel durch hat. Oh Gott, das muss man sich erstmal ausmalen. So, ich glaube, ich habe hier alle Kokos in der Nähe. Und jetzt schauen wir mal, welchen Weg ich da gehen muss. Oh, das ist schon... Hm. Mache ich das auch richtig hier? Ja! Haha, first try, baby! Normalerweise bin ich in sowas auch nicht so wirklich gut, aber es hat geklappt. Weitere Teile der Karte öffnen! Nice one. Und der nächste Abwehrsamen ist mein. Nice one. Okay, jetzt schauen wir mal. Also es wird auch anscheinend hier auf dieser... Ist das das gesperrte Rätsel? Nein. Ich glaube mal nicht. Ja, bislang waren keine... Waren jetzt so manche Rätsel wirklich hinter einer Karte versteckt, aber... Ach du, schon wieder. Schluss mit dir. So, okay. Oh, da ist es schon. Da sind wir schon. Ach, das ist wieder so ein Zeit... Also so ein Zeiträtsel. Naja, aber vorher möchte ich dich mal schnell erledigen. So. Und tschüss. Okay. Schau mal, ob hier noch ein paar Kokos sind. Muss auch bedenken, dass vorher die Serie. Also, was ich auch sagen wollte. Anscheinend werden ja auch auf den. Was, wie nennt man das Radar? Werden ja auch noch zusätzliche Rätsel angezeigt. Also, man kann sich auch daran orientieren. Bin ich froh, jedenfalls. So hat man ein festes System. So kann man. Normal vorangehen. Und. Also, so kann man hier ein System bilden. Weil bei offenen Zonen ist es halt, kann es halt das Problem sein, dass man sich auch verirrt.
aber gleichzeitig, wie ich es auch in Breath of the Wild gekannt habe, kann man auch ein System bilden, wo man zumindest die, also kann man auch zumindest einen festen Weg bilden. Wie zum Beispiel nach all den Türmen suchen, um erstmals die Karte zu vervollständigen, damit man sich besser orientieren kann und dann zu den Orten sich begeben kann, die am interessantesten aussehen. Und hier hat man noch zusätzlich die Hilfe mit diesem Radar. Okay, jetzt schauen wir mal. Wo muss ich jetzt lang? Oh. Auf die andere Seite. Da? Das ist aber... nicht weit entfernt. Und... Warte. Moment. Ah, hier. Es ist auch ein Lichtstrahl hier eigentlich. Also... schwer ist es eigentlich nicht. Ich habe mich beim ersten Mal nur ein bisschen angestellt. Oh! Jetzt könnten wir schon diesen Kampf hier bestreiten. Wenn wir jetzt einfach nur auf die Spur, die hinterlässt, drauf springt. So. Aber noch nicht. Ich möchte mich erstmal weiteren Rätseln widmen. So. Nice one. Und auch hier wieder. Ich weiß nicht, werden auch die Schätze eigentlich immer. Also diese Schatzstellen gespawnt, weil ich kann mich erinnern, dass ich den vielleicht auch schon gesammelt habe. Oh! Da ist noch so ein. Okay. Wo lang jetzt? Oh, wieder hinter mir. Oh! Oh, dieses Mal muss ich nicht bloß einen Schalter erreichen, ich muss hier mit den Seillupe Lichtkugeln einkreisen. Okay. Ah, da kriege ich nebenbei noch weitere Lila-Münzen. Ah, komm jetzt. So, da ist noch ein vierter irgendwo, aber... ah, hier. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Okay. Gib jetzt lieber Ruhe. Ich will mich erstmal dem Rätsel widmen. Nice. Und diesmal gibt es einen Angriffssamen. Sehr schön. Das ist ein Fragezeichen. Ich habe das Gefühl, dass es... da ist das nächste Rätsel. So, wo ist jetzt hier der Angriffssamen nochmal? Oh, ey, bleib bloß nicht hängen. Da ist ein Gesamen. Gib her. So, und in der Richtung ist noch ein Rätsel. Ah, und da ist Amy auch in der Nähe. Was ist das hier? Ach so. Das, was ich noch nicht bewältigen kann. Na schön. Dann auf zum nächsten Rätsel. Die Karte muss erstmals vervollständigt werden. Das hat oberste Priorität. Und wieder so ein Zeiträtsel. Was muss man dieses Mal machen? Wo muss ich dieses Mal hin? Oh. Da drüben. Über die Brücke. Alles klar. Dann mal zurück. Oh. Falsch rum. Da. So, wo ist die Brücke? Oh, da ist sie. So, geschafft. Nice one. Ja. Kann besser alles gut bewältigen. Ah, es werden auch neue Rätsel mit der Zeit zusätzlich noch freigeschalten. Verstehe. Okay. Dann mal wieder hin. So, wo ist die Markierung? Oh. Direkt daneben. Okay. Dann heißt es hier wieder einen Ball in den Ring schießen? Natürlich. Oh, ruck. Ja, muss ich schon besser zielen hier. What the hell? Okay. Jetzt passt. Hängt
von der Entfernung ab. Und da ist Sage. Und das nächste Rätsel gleich in der Nähe. Da könnten wir mal mit dir kurz palabern. Versuchst du auch mehr über diese Ruinen herauszufinden? Ziemlich unheimlich, dass hier keiner mehr ist, was? Die Technologie der Ahnen übersteigt dein modernes Verständnis. Unerwünschtes Gesindel wie du wird schnell eliminiert. Okay, ich will nicht unhöflich sein. Aber meinst du, sie wurden von ihrer eigenen Technik ausgelöscht? Nein. Okay, okay. Hier ist nicht nach Reden. Ich lass dich allein. Ja, das ist wieder mal Sonics Charakter. Obwohl sie ihm feindlich gesinnt ist, palabert er trotzdem mit ihr ganz gechillt. Ja, das sagt mir mal Ian Flynn's gutes Writing. Okay. Muss ich diese Plattform nutzen, um von Plattform zu gelangen und dann schließlich den Schalter hier zu erreichen. Nice one! Bislang sind die wirklich alle sehr simpel, aber da kommt noch was. Da hätte ich drauf. Oh, was? Das ist ein Kampf. Was hat das zu bedeuten? Oh, und ich habe auch ein Rätsel gerade auf dem Radar. Was ist das hier? Naja, erstmal ist das Rätsel. Oh, wer ist da oben? Ah, das sind fliegende Gegner. Oh. Komme ich da irgendwie hoch? Nee. Ich wüsste gerade nicht wie. Ich kann da auch nicht hochrennen. Ich glaube, da muss ich irgendeine... Oh, Moment. Hab ich da... Ah! Ein Trampolin müsste ich erreichen. Oh! Nice one! Das gab's auch schon lange nicht mehr. Im richtigen Moment... Abspringen. Mann, wie ich diese... ich diese Schwungstangen vermisst habe. Die hatten wir zuletzt noch in Generations. Seitdem sind sie nicht mehr da gewesen. Gut, dass man die auch wieder zurückgebracht hat, aber... Okay, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ich bin jetzt hier oben, aber... Wie komme ich um Himmels Willen jetzt denn da hoch? Mein Doppelsprung reicht nicht aus. Das ist ein Koko. Hä? Wie soll ich denn hier hochgelangen? Oh. Hallo? Hab dich gar nicht bemerkt, Kleiner. Schau nur, dass ich da keinen Wandläufer mache. Dass ich nicht an der Wand rumlaufen kann oder zumindest klettern könnte. So wie in Breath of the Wild. Da könnte ich dann direkt hoch. Ja, ich weiß, ich mache so viele Breath of the Wild Vergleiche, aber irgendwie ist ja das Spiel davon inspiriert. Ist natürlich keine Schande, weil schlecht ist es deswegen jetzt nicht, also das macht das Spiel jetzt nicht unbedingt schlechter in dem Sinne. Na gut, ich glaube, ich lasse es lieber, ich komme da nicht hin. Ich glaube, ich sollte mal diese Kampfbereiche auschecken. Der jetzt freigeschalten worden ist. Wenn ich es auch schaffe, über die Brücke zu kommen. Oder ich könnte einfach die Railschiene nehmen. So. Okay, was ist hier los? Was geht denn hier ab? Da ist doch nichts. Ist es schon verschwunden? Nee, das ist hier. Aber ich sehe nichts. Taucht das vielleicht nur am Tag auf, weil jetzt gerade Nacht eingebrochen ist? Das möchte ich jetzt gerne mal...
herausfinden, was da abgeht. Oder das mit den fliegenden Gegnern hier zu tun. Ich glaube mal eher nicht, dass es mit ihm was zu tun hat, oder? Aber ich meine, er kommt in meine Richtung. Hm. Weiß nicht, ob es mit ihm zu tun hat, aber... Ich glaube mal ja nicht, weil der bereist ja die komplette Insel hier. Und mit was hat das dann zu tun, bitte? Ach, wisst ihr was? Lass mal das sein. So, mal lieber nach dem nächsten Rätsel. Da war ja was in der Nähe. Ich glaube, ich bin schon zu weit davon entfernt, dass mein Radar das erkennen könnte. Am besten bewege ich mich mal weiter. Irgendwo in diesem unbekannten Terrain, weil hier ist ja die Karte. Jetzt haben wir's. Ist das Rätsel, weil... Oh, und da kommt wieder unser fliegender Freund hier. Jedenfalls in diesem unbekannten Terrain finden wir das nächste Rätsel. Bestimmt da unten irgendwo. Ich entferne mich zu sehr davon. Vielleicht da oben? Bestimmt. Dann reißen wir mal schnell hin. Okay. Da ist es. So, was ist hier verlangt? Ich hoffe, das ist auch nicht vom Tageszeitpunkt abhängig. Also ich glaube, ein Kampf mit denen ist nicht verlangt. Ah, jetzt habe ich's. Einfach auch den X-Knopf immer direkt beim Ausweichen verwenden, um diesen Zickzack-Angriff einzusetzen, der mehr Damage macht. So. Wo ist denn hier das Rätsel, bitte? Ah! Moment, Plattform? Ah! Die Schalter auf den Plattformen hier. Gut, gut. Simpel. So. Das ist auch vervollständigt. Schon wieder so ein Kampfsymbol, aber ich kann da nichts erkennen. Also ich konnte schon beim letzten Mal nichts erkennen. Oh! Puh! Den Doppelsprung sei Dank. Sonst wäre ich da jetzt runtergestürzt. Was hat das zu bedeuten hier? Ach, Moment, sollte man hier einen Seilloop ausführen? Ist das verlangt? Ich glaub mal nicht, ne? Jemand sind ein paar Fähigkeitenpunkte wieder versteckt, aber... Jetzt verdrücke ich mich wieder. Ist das nur ein... Das sind aber zwei Schwerter. Aber wo findet denn hier jetzt ein Kampf statt? Oder ist es einfach nur eine weitere Kampfstelle für den Gegner? Ich weiß es halt nicht, was das zu bedeuten hat. Naja, aber eins steht fest. Wir haben noch einiges vor uns und leider Gottes sehe ich gerade... Kann ich jetzt gerade kein weiteres Rätsel erkennen. Gehört das auch zur Karte hier? Ich glaube mal nicht. Ich schätze mal, ich versuche mal, hier lang zu kommen. Ah, Moment, jetzt habe ich da wieder was auf dem Radar. Passt. Perfekt, dann rennen wir mal schnell hin. Oh, Moment mal. Ein paar Fähigkeiten, Gratisfähigkeiten, so ein paar Gratisfähigkeitenpunkte kann ich ja nicht nein sagen, ne?
Oder zu einem Abwehrsamen, das er noch besser fasst. Oh. Da muss ich hoch da. Ja, das haben wir gleich. So. Okay. Also auf den Turm, glaube ich. Auf den Turm waren wir ja schon, ne? Ich höre einen Koko. Aber wo steckt der Kleine? Oder habe ich ihn gerade unterwegs eingesammelt? So. Ja, den Turm habe ich ja schon bestiegen. Oh, die Münzen hätte ich eigentlich auch schon eingesammelt, oder nicht? Ich weiß nicht, ob die auch zu den 100% jetzt unbedingt sind, dass man sie alle einsammeln muss. Oder genauso wie diese Herzen. Oder hat man immer eine... Oder... befinden sich immer mehr dort, als für die 100% nötig sind. Das ist jetzt meine Frage. War denn hier noch was? Da war doch noch ein Rätsel auf dem Radar. Jetzt ist es wieder weg. Shit. Vielleicht entferne ich mich mal kurz hier. Vielleicht kriege ich es wieder auf den Radar. Naja. Euch habe ich wenigstens noch. Oh, ich bin sicher, ich habe schon sehr viel, so manche davon übersehen. Und ich werde auch bestimmt nicht alle, ohne nachzugucken, finden können. Aber mal schauen. Den Wasserfall hinauf vielleicht. Wir haben auf jeden Fall einen weiteren Cyberspace-Level. Den Wasserfall sollten wir vielleicht mal erkunden. Ne? Oh, wir können ja auch unter Wasser. Uiuiui. Und natürlich kann man hier auch als Tabellen, also aufpassen. Oh, der nächste Koko. Und ein Angriffssamen. Wow, nice. Kokos werden bestimmt sehr schwer alle zu übersehen sein. Es sei denn, es gibt, das müssen auch nicht unbedingt alle eingesammelt werden für die 100%. Sondern auch nur eine bestimmte Anzahl. Ich vergesse immer, dass ich da auch Tricks ausführen kann. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon fast wieder 10 Fertigkeitenpunkte für eine weitere Fertigkeit. Es sei denn... Was für ein Ausblick! Erinnert mich an die Wasserfälle von Mystic Ruins. Oh! Hier gibt es sogar eine Anspielung an andere Sonic-Spiele. Nice! Oh, oh, ich darf da jetzt nicht festhängen. Unsichtbare Wand for the win. Ich wollte eigentlich die Markierung nur loswerden, das ist alles. Und wow, wie man sich da langsam unter Wasser bewegt hier. Aber ich glaube, ich brauche mehr Fertigkeitenpunkte, um eine weitere Fertigkeit freizuschalten. Tun wir die Markierung hier weg. Ja, aber wo könnte es denn noch ein Rätsel geben? Jetzt schaue ich mal hier hin. Ganz schnell. Oha, au! Oh shit, ja, so viel zu meinem Super Turbo. Ja, nur so kann man die wahrscheinlich besiegen. Ich glaube nicht, dass die mit den Spinnen aufgehört hätten. Tja, jetzt ist es wieder etwas langsamer vorankommen. Aber was soll's.
Ah, jetzt habe ich wieder das Rätsel. Auf der Karte. Na schön, also auf dem Radar. Gut, gut, dann immer weiter. Immer weiter. Da. So. Na schön. Dann mal weg mit der Markierung. Horuck. Einfach hochklettern, hä? Gut, wie komme ich denn da hoch? Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Da fehlt auch ein Stück. Oder warte mal. Hilft das vielleicht? Aha, tatsächlich! Jetzt funktioniert es. Dann mal hoch da. Aber dann ist dieses eine Stück doch sinnlos. Ja, schön. So viel dazu. Ja, jetzt haben wir wieder kein Rätsel auf der Karte. Man löst so viele, aber trotzdem. So, nochmal Sage und hier ist der nächste Cyberspace Level. Also einer der anderen 1-7. Und der siebte also schon. Das ist ein Cyberspace Level mit Amy. Wahrscheinlich bekommt man mit ihr noch ein weiteres Gespräch. Oder eine Cutscene, wie sie hier hineingelangt ist. Da ist der nächste Cyberspace Stage. Was soll ich mal dazwischen? Das kommt auch erst später. Ja, ich würde sagen, ab dem nächsten Part versuchen wir es mal mit weiteren Gesprächen mit den Charakteren. Mit Amy und mit Sage. Oder ich würde sagen, ja. Nein, ich würde sagen, ab dem nächsten Part werden wir hier mal ein bisschen erkunden gehen. Vielleicht finden wir was und ja, wer weiß, was es mit diesen Symbolen auf sich hat. Vielleicht sind das auch nur Zugangsstellen für diesen einen ganz großen Boss, der herumfliegt. Und wir sehen. Ach, Moment. Da habe ich gerade was gesehen, dass das weitere... Hier muss also doch auch wieder ein Rätsel in der Nähe sein. Na gut, dann gehen wir jetzt den nächsten Part dann an die Stelle. Und wie immer gilt, wenn es gefallen wurde, ist bestimmt mir sein. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind wir wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Victim. Nein. Bis nächsten Part von Let's Play Sonic Frontiers für Steam. Also Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen. You're not